Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier, die Gesundheitsvertretung für den Julius und wir machen jetzt wieder News. Wie zum Beispiel, dass Outlast 2 zu hart für Australien ist, denn das Horrorspiel darf da nicht verkauft und beworben werden. Der Grund dafür ist, dass die Altersfreigabebehörde OFLC dem Spiel die Freigabe verweigert hat. Und der Grund dafür, den man gegenüber der Webseite Kotaku Australien genannt hat, ist eine gewalttätige Sexszene. Es kommt wohl im Spiel offenbar zu einer Orgie, an der der Spieler teilnimmt. Und da sind einige recht explizit dargestellte Szenen zu sehen. Und es wird außerdem eine Vergewaltigung impliziert, also zu viel harter Stoff, um das durchzuwinken. Das Spiel hat also keine Freigabe bekommen, darf nicht verkauft und beworben werden. Die Demo zu Outlast 2, die ja schon vor einigen Wochen und Monaten erschienen ist, die hatte noch eine Freigabe bekommen, nämlich eine 18er-Freigabe, die höchste, die in Australien möglich ist. Outlast 2 erscheint im April 2017. Ob das Spiel eine USK-Freigabe bekommt, ist momentan noch nicht bekannt. Canals heißt die neue Karte für Counter-Strike Global Offensive, die Valve jetzt im offiziellen Blog vorgestellt hat. Und man muss kein Weltenbummler sein, um zu erkennen, dass die sich an Venedig orientiert. Spielerisch herrschen da die Gegensätze. Es gibt also sowohl weitläufige offene Areale als auch enge verschachtelte Bereiche. Bombenplatz A zum Beispiel ist näher am Startpunkt der CTs und hier ist alles sehr weit und offen. Bombenplatz B ist nahe am Terroristenstartpunkt und hier ist es mit Hinterhöfen und Gassen alles sehr verschachtelt. Wir sehen also hier nochmal Bombenplatz A. Ah, Venedig. Drawn to Death heißt das neue Spiel von God of War-Erfinder David Jaffe und das bekommen PlayStation Plus-Spieler ab dem April kostenlos. Ab dem 4. April gibt es den Multiplayer-Shooter nämlich kostenlos in PS Plus und dann kann man mit den 6 Launch-Charakteren unterschiedliche Mehrspieler-Modi und unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Wie es danach weitergeht mit Drawn to Death, ob das Spiel also kostenpflichtig wird bzw. ein Free-to-Play-Modell bekommt, das ist noch nicht so ganz raus. Dieser PS Plus-Start ist aber auf jeden Fall eine gute Sache, denn immerhin hat das seinerzeit Rocket League zum Welterfolg gedient. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.